Hey Leute, willkommen zu einer neuen schnellen Folge Rocket. Ich bin gespannt, ob ich mich aus meiner Ergebniskrise ein wenig befreien kann. Erst am Wochenende 8 Serien gar nichts gerissen und dann gestern bei der Rocket-Monatsmission auch völlig chancenlos. Gut, da wurde ein wenig gereizt wie auf der Kirmes. Das kommt aber vor. Leider konnte ich da nichts gegen machen, konnte dem nichts entgegensetzen. Also mal schauen, ob sich das hier zu einer richtigen Formkrise ausweitet oder ob es einfach nur die zwischenzeitlichen Härten von diesem Spiel sind. Hier jetzt also in der ersten Runde komme ich jedenfalls günstig ran. Das ist schon mal erfreulich. Die Findung war jetzt wieder mal eher bescheiden. Also für Rocket-Verhältnisse hatte ich ein wenig mehr erwartet, wenn ich so günstig rankomme. Jetzt habe ich ein ziemlich schlappes Spiel. So, wie jetzt drücken? 20 sind möglich. 10 Augen Pik drücken und Kreuz König 10 halten ist auch eine Option. Mit dem Kreuz König gefühlt ein wenig mehr Stärke im Blatt. Andererseits ist das Ding ja so schlapp, dass ich vermutlich sowieso nur gewinne, wenn mir eine 10 freigespielt wird. Und dann habe ich doch lieber die 14 im Keller, als dass ich das Bild auf jeden Fall mit abgebe. Also Bauchentscheidungen hier sind, glaube ich, besser 14 zu drücken als nur 10. So, Aufschlag sieht erstmal gut für mich aus. Pik König. Da wird mir die 10 freigespielt. Das war wichtig. Wenn jetzt der Abstich kommt, dann geht es sowieso nicht. Kommt aber nicht. So, jetzt ist es zu vermuten, dass die Pik Lusche die letzte, der siebte Pik, dass er bei Spieler 3 ist. Zumindest wäre es eher ungewöhnlich, wenn Spieler 2 in Vorhand auf den langen Weg aus einem Drilling aufgeschlagen hat, eher aus König Lusche. Trotzdem kann ich jetzt nicht unbedingt verhindern, in Mittelhand zu kommen. Ich könnte natürlich einen Buben spielen, um das zu verhindern, aber da auch dann werde ich es wohl nur einmal verhindern können. Da spiele ich lieber klein und gucke, ob vielleicht in der zweiten Trumpfrunde dann schon ein Bube rausfällt. So, dafür muss ich mich jetzt natürlich mit dem siebten Pik auseinandersetzen. Einstechen ist natürlich ganz schlecht, entweder meine Trumpf 10 wird überstochen, wenn ich klein steche, wird abgeworfen günstig, also ist keine echte Option. Von daher auch nicht schön, aber besser als zu stechen. Hier einfach mal Karo Lusche fallen lassen, gucken, was passiert. Klar, Karo 10 wird gewimmelt, Farbe wird gewechselt, bin aufgeflogen, was die Stechfarbe ist. Trotzdem, da ich 14 im Keller hatte und meine Pik 10 zu Hause habe, wähne ich mich immer noch ganz gut im Rennen, zumindest nicht völlig chancenlos. Also wieder Trumpf spielen und gucken, was passiert. Ja, und das ist doch ein gutes Zeichen. Nun steht zwar offenbar Trumpf zu viert, und sonst wäre der Kreuzbube hier noch nicht rausgegangen. Also Mittelhand hat noch zwei Trümpfe, aber der Kreuzbube ist raus. Damit mache ich jetzt mit Pik und Karo Bube zwei Stiche. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Kreuz Ass beim Trumpf starken Mann beim Spieler 3 ist und das würde bedeuten, dass er dann gar kein Karo hat. Also 4 Trumpf Karo frei, dagegen hätte ich keine Chance. Wenn aber Kreuz Ass bei Spieler 2 in aus meiner Sicht jetzt links sitzt, dann habe ich kein Problem, denn dann muss jetzt das Karo Ass noch bedient werden und dann reichen mir einfach die Augen. Dann darf ich jetzt natürlich nicht abschmeißen, sonst kann danach auf das nachgespielte Kreuz Ass Spieler 3 seinen letzten Karo entsorgen oder seinen einzigen Karo. Ja, da muss er bedienen. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob Spieler 2 aufpasst. Er hat nämlich jetzt noch Trumpf Ass und Karo Dame in der Hand. Hat er die Übersicht in den Trümpfen, dann kann er den Karo Damenstich verbrennen. Hat er sie nicht, dann muss er das Ass, wird er das Ass wimmeln, um den Karo Stich zu halten. Doch, er hat die Übersicht. Also, das hat er gut gespielt. Für mich schon mal so eine kleine Befragung, wie spielt Spieler 2? Ist er hier so leicht aufs Glatteis zu führen? Nein, ist er nicht. Also immerhin reizbare Spiele und zum Glück diesmal schon wieder ein wenig Widerstand. Das brauchst du ja beim Skat auch. Wenn ein anderer gute Karten hat und du billig rankommst, ist dir auch nicht geholfen, wenn du aufläufst. Ich habe das Ding jetzt hier auch wirklich ja, voll durchgezogen bis 40. Das ist schon ein bisschen verwegen. Ich komme aber nicht in die Verlegenheit, jetzt zu überprüfen, ob das gut gegangen wäre oder was passiert wäre. Denn Grand Hand wird gespielt. Also ganz offensichtlich ist dieses nicht mein Spiel, auch wenn es im ersten Moment so aussah. So.
Ist die Frage, was machen wir? Pik habe ich jetzt nicht mehr, aber Pik sieht auch nicht so aus, als ob wir da noch viele Stiche machen, wo schon der König nur von meinem Partner fällt. Deswegen macht es wohl auch nicht viel Sinn, jetzt einen Buben zurückzuspielen oder so. Da kann ich beim Handspiel wirklich mit der langen Farbe einfach von oben klären, wo und ob wir noch ein paar Punkte holen können. So, ein Herz jedenfalls nicht. Ist der Gang halt natürlich mit rein. So, jetzt Bube Abzug, das sagt mir schon, da werden wir höchstens noch einen, maximal zwei Stiche machen hinten raus. Jetzt sind nämlich die Buben raus und das heißt, jetzt werden wir uns wohl einige Pik und Kreuzvolle hier anschauen können. Na, da geht die Batterie schon los und noch ein oh, Kreuz 10 auch noch. Jetzt noch ein Pik. Ja, also wenn wir jetzt nicht 21 in Karo schnappen, nee, dann sind wir Schneider. Das war doch mal eine erste sehr erfreuliche Hausnummer für Spieler 3. Drittes Spiel, ein Ansatz in Vorhand, aber ein ganz bescheidener. Nur die beiden roten Buben und zwei Asse, aber hohle Asse. Also nichts, keine weiteren Vollen, keine 10 dabei, auch keine 5 Trümpfe in Karo oder so. Naja, trotzdem 22 muss ich doch halten. Ein wenig reizen muss ich. Jetzt wird's interessant. Noch einer macht mit. Was hat Oma immer gesagt? Drei Spiele sind nicht unterwegs, zumindest nicht drei Gewinnspiele. Ich glaube, da ich selber auch zwei Siebener habe, die Herz 7 auch sehr lang. Ja, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das ein Nullspiel wird? Aber selbst wenn es ein Null wird, auch der müsste lange Farben haben. Also ich glaube, das ist meine letzte Chance, aus der Nummer hier noch mit heiler Haut rauszukommen. Also bin ich raus. Ja, doch ein Null. Doch ein Null. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist die Blanke, in dem Fall die Pik 7, ist die korrekt auch bei der 22er Reizung aus Mittelhand? Also ich denke ja, denn klar, der wird ein paar Pik haben, trotzdem kann man den Alleinspieler mal auf einer blanken Pik 9 oder so erwischen. Ansonsten habe ich auch kurz in die Mitte gespielt, also ich glaube, das ist vertretbar auf jeden Fall. Oh, war jetzt aber nicht richtig, oder zumindest war es nicht gut für uns. Spieler 3 wirft Herz 8 ab. Und was sagt uns denn Herz 8? Wo soll denn jetzt das Spiel überhaupt noch gehen? In Karo kann ich es nicht schlagen, wenn das blank ausgespielt war. Und in Kreuz wird es auch nicht gehen. Also irgendwie sieht das so aus, als ob jetzt hier schon Schicht im Schacht ist. Ich mache nochmal einen Zwischenzug Karo und da geht die Karte auch auf. Ja, es wäre nur die Herz 8 gewesen. Schwer zu sagen, wenn ein Herz gedrückt ist, wäre das Spiel gegangen, wenn ich mit Karo starte. Wenn kein Herz gedrückt war, dann wäre es von Haus aus nicht gegangen. Gut. Im schlechtesten oder besten Fall unglücklich getroffen. So, da haben wir mal das große Nichts hier wieder. Keine schöne Karte, kein einziges volles. Alleinspieler spielt Grang in Vorhand, geht über die Dörfer. Klassisches Zeichen dafür, dass ihm zwei Buben fehlen. Also mein Partner hat garantiert auch einen Buben. Es werden ihm aber auch sehr wahrscheinlich genau nur zwei Buben fehlen. Ansonsten würde er wohl nicht unbedingt diesen Grang spielen und dann schon gar nicht über die lange Farbe gehen. Also da haben wir es, da haben wir den Beweis. Viermal Pik wird gestochen, dann sind noch vier unbekannte Karten im Blatt. Da, Herz 8, oh, mit Abwurf, Karo Lusche. Das ist natürlich ausgesprochene bescheiden, was mein Partner hier auf den Tisch legt. Da müssen natürlich eigentlich die Vollen auf den Tisch, wenn du so einen Grang schlagen willst. Es sei denn, mein Partner hat jetzt noch Kreuz und Karo Ass irgendwie in der Hinterhand, aber das kann ich mir ja beim besten Willen nicht erklären. Nein. Denk mal ganz klar, Karo Ass und Kreuz Ass ist jetzt noch beim Alleinspieler. Gut, dadurch, dass ich jetzt zweimal Karo entsorgen konnte, kann ich hier zumindest den Schnapper machen, 23 Augen, damit wir ganz souverän aus dem Schneider sind. Mehr geht dann aber nicht, und da habt ihr es gerade gesehen, Kreuz 10 blank bei meinem Partner, also die Karte ist definitiv stärker nach dem Einstich der Pik 10 gleich zu prüfen, ob ich jetzt das Kreuz Ass habe. Da mit einer Lusche unter dem Ass zu viert anzutanzen, das ist irgendwie einfach zu wenig. Das ist nicht gewinnorientiert. Das ist auf jeden Fall gut für Schneider frei. Das haben wir auch geschafft.
Und na klar, in dem Fall hätte es nichts geändert in der letzten Konsequenz, da Kreuz Ass auch beim Alleinspieler war. Trotzdem hätte man es, denke ich, anders versuchen sollen. Fünftes Spiel. 18 habe ich geboten. Mehr ist beim besten Willen nicht drin. Spieler 3, der schon sehr gut steht, kommt wieder zum Zug und er spielt Pik. 2 Trumpf dagegen. Und was sage ich euch so oft? Ich mag blankes Ausspiel. Und wenn es noch so kritisiert wird oder für schlecht gehalten wird, ich finde, es ist gut auf den langen Weg. Auch wenn ich jetzt hier nur noch einen Trumpf habe, gerade dann kann es wertvoll sein. So, nun fällt da die Kreuz 10 auf den König. Kann zwei Dinge bedeuten: entweder das Kreuz Ass ist gedrückt oder mein Partner hat sich nicht getraut, mit dem Ass raufzugehen. Da er hier 4 Trümpfe offenbar dagegen hat, erst jetzt fällt das Trumpf Ass, ist das auch eine Variante. Allerdings wäre dann das Spiel wohl ganz schön wackelig. Wie auch immer, das wird sich noch zeigen. Ich muss jetzt erstmal meine lange Farbe, meine starke Farbe anzeigen. Von unten natürlich, wie gesagt, 2 Trumpfstiche, 2 Trümpfe zumindest sehe ich noch bei meinem Partner, wo er das Pik Ass geschont hat. Da haben wir jetzt auch die Stechfarbe gefunden. Jetzt denke ich mal, wird es ein bisschen darauf ankommen, was hier an der Beikarte noch los ist bei Spieler 3, wie es zum Beispiel um die Herzen bestellt ist. So, da hat er mich jetzt ein bisschen angeschmiert, war vielleicht ein Tick zu schnell, aber ich habe schon gedacht, dass mein Partner über die Kreuz 9 rüber kann. Kann er nicht, dann ist also das Kreuz Ass tatsächlich im Keller. Ja, mit diesem Bluff hat er zwar jetzt die Herzdame rausgelockt, andererseits dafür muss er jetzt aber auch 2 Herzfaule noch im Blatt haben, oder zumindest 2 Karten Herz. Wenn das Ass dabei ist, wird er gewinnen. Wenn nicht, wird es jetzt schwer, denn auch mein Partner kann die Chance hier nutzen und klein Herz fallen lassen auf die Kreuzdame. Ja, und da zeigt es sich, Herz Ass bei meinem Partner. Also damit ist dann die Herz 10 bei Spieler 3 noch in der Hand, zwangsläufig, oder das Kreuz Ass, das geht schon gar nicht mehr anders, und dieser Volle ist natürlich verbrannt. Das Beste, was er jetzt machen kann, ist, den Vollen direkt abzuschmeißen, dann macht er mindestens noch einen Trumpfstich. Wenn er dann sogar die Trumpfgabel hat, also beide Trumpfstiche machen kann gegen die beiden Trümpfe bei meinem Partner, dann gewinnt er das Spiel sogar noch. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Der Spielverlauf spricht eher dafür, dass mein Partner jetzt den höchsten Trumpf noch hat. Ja. Da waren es 59. So, nun bin ich doch nochmal wieder dran. 3 Buben, ein Ass. Wird aber wieder scharf gereizt und ich habe mich jetzt schon entschieden. Also Herz Hand einfach, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Dann spiele ich lieber selber den Pik Hand, der natürlich auch verwegen ist. Aber ja, was soll ich sagen? Spieler 3, ohne zu zögern, ohne zu zaudern, geht auch über diese 30er-Schwelle, die ich mir hier nochmal gesetzt habe, locker rüber. Dann komme ich also nicht ran für meinen Pik Hand. Dann muss Spieler 3 schauen, was er da gewinnen kann. Herz. Das ist natürlich ehrlich zugegeben nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Kreuz Bube hat er dann offenbar nicht, dass er den Herz ohne 4 spielen kann bei der Reizung. Alle anderen Spiele wären mir sicher lieber gewesen. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch nur genau 3 Trümpfe und gar nicht so ein besonders gutes Aufspiel. So. Ja, das alte Lied, langer Weg, kurze Farbe. Ich spiele, zeige meinem Partner, dass ich das Pik Ass nicht habe, indem ich ein Bild spiele. Deswegen spiele ich jetzt auch erst Pik und nicht Karo. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel losläuft. Pik Ass beim Alleinspieler. Und von meinem Partner nur Trumpf König, also Trumpf Ass und 10 fast zwingend beim Alleinspieler. Kann man sich jetzt schon mal langsam Gedanken machen, was für ein Spiel können wir hier überhaupt schlagen? Ich denke mal fast ein 5-Trümpfer irgendwie nicht, gerade wo jetzt die Pik 10 auch noch da ist. Wir können an sich ja schon fast nur das Spiel schlagen, wenn es irgendwie ein 4-Trümpfer ist. Deswegen spiele ich jetzt hier auch direkt Trumpf hinterher, wenn die übereinander fallen, also wenn mein Partner nur noch Kreuz Bube hat, dann lässt sich das wohl sowieso nicht verhindern. Wenn nicht, dann könnte es interessant werden. Und da ist die Trumpflusche bei meinem Partner. Das wird doch jetzt sehr interessant. Dann muss er den Kreuz Buben noch haben und der Alleinspieler nur noch Ass und 10. Da kommt der erste Volle. Und damit ist jetzt definitiv eine Schlüsselsituation
Situation in dem Spiel, denn so ein Viertrümpfer mit Pik Ass 10 zu dritt, der hat jetzt sicher noch einen Drilling. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Karo Ass zu dritt ist und kein Kreuz. Das heißt, der Alleinspieler lauert natürlich darauf, sein Trumpf Ass auf Kreuz zu verstechen. Nun ist die Frage, was ist richtig, trotz ihm das Trumpf Ass verstechen lassen, auf Kreuz oder mit Karo antreten? Bei Karo ist natürlich die Gefahr, wenn der Alleinspieler in sowas wie Ass-König Lusche steht, dass ich meinem Partner die 10 kaputt spiele und dann nützt uns das blankstehende Trumpf Ass auch nicht. Das ist dann der einzige Stich, den wir am Ende noch machen. Wenn der Alleinspieler die Kreuz 10 nicht gedrückt hat, dann kommen wir auch vielleicht noch hin. Deswegen, ja, also man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Alle Varianten sind möglicherweise können noch zum Sieg führen. Ich habe mich jetzt dann doch entschieden, hier die Kreuz Lusche zu spielen, eine ganz kleine Übergabe zu spielen. Mein Partner macht es richtig, geht ganz klein nur drauf. Alleinspieler sticht, habe ich nicht anders erwartet und jetzt wird es sich gleich zeigen. Ah, da sehen wir schon, Karo König bei meinem Partner, das ist nicht so gut. Dann wäre die Karo Lusche hier die bessere Karte gewesen, denn der Alleinspieler hätte sich das Schnippeln nicht erlauben können. Danach wäre nach Trumpfabzug von mir die Karo Lusche reingeflogen und dann Kreuz zurückgespielt. Dann hätte er gar keinen Stich mehr gemacht. Also er hätte dann den Karo König direkt rausnehmen müssen. Hätte noch seine letzte Pik Lusche spielen können. Da kann er dann aber nur Karo Lusche, Kreuz Lusche bekommen. Und so wird es jetzt davon abhängen, ob Kreuz 10 im Keller ist. Wenn Kreuz 10 im Keller ist, hat der Alleinspieler schon genug. Ansonsten haben wir gewonnen. Ja, ist gedrückt, dann ist er zu Hause. Ja, das war doch wenigstens mal ein Spiel mit einer interessanten Position im Mittelspiel, wo alles möglich war und ich mich in dem Fall einfach, unglücklich, ja, vielleicht auch falsch entschieden habe. Siebtes Spiel. Nun komme ich mal ran, komme auch für gerade noch für 30 ran, brauche also nicht Hand spielen. 27 aus Vorhand, was hat der gereizt? Bin mir nicht ganz sicher. Ich behalte jetzt Karo König Dame im Blatt. Ja, und komme hier auch gleich gut in den Schnitt. Wo ich es jetzt hier so sehe, ich glaube, bei dem Sechstrümpfer, wo dieser Schnitt gelungen ist, ist eigentlich der Unterzug, wäre hier besser gewesen. Nun spiele ich ihn jetzt. Ist auch in Ordnung. Trumpf steht auch nicht zu. Dann passiert da nicht viel gut. Habe jetzt vielleicht ein bisschen ideenlos gespielt, wenn ich direkt den Trumpfunterzug mache. Nö, aber ich komme. In Schneider-Varianten komme ich sowieso bestenfalls, wenn ich das blanke Ass dann auch direkt abziehe. Na, war schon alles in Ordnung so. Solides Spiel, locker gewonnen, keine Probleme, aber Schneider ging nicht gegen Karo zu dritt. Noch ist gar nicht so viel passiert übrigens. Wir sind im Spiel 7. Die Bandbreite ist zwischen 138 und 250, also das sind keine 120 Punkte. Noch kann ich liege schön im Mittelfeld und noch kann alles passieren. So, jetzt aber wieder. Das muss doch irgendwann mal wieder soweit sein. Für 27. Ich habe ja erst ein Spiel, logisch. Jetzt will ich auch mal wieder was sehen. Und ich kriege das Spiel. Ja, richtig gut ist es nicht, brauchen wir uns auch nicht über unterhalten, gerade in Mittelhand. Aber ich will ja jetzt die Liste hier nicht mit 1 zu 0 abschließen. Also Herz, Hand. Und hoffentlich kriege ich irgendwie die Kreuz 10 hochgespielt. Sonst wird es wohl auch ein schwerer Gang. Gut, das Kreuz Ass könnte auch mal liegen, aber bei der 24er Reizung glaube ich nicht unbedingt dran. So, Vorhand, denke ich mal, hat Karo Hand gereizt und ist dann auf 27 rausgegangen, auf den Reizwert. Das glaube ich eher, als dass er jetzt hier Kreuz unter seinem langen Ass spielt. Bei einem Handspiel wäre das eher ungewöhnlich. Also ich ging da nur mit der Lusche, ganz bedeckt halten, nichts anmerken lassen. Und das hat schon mal geklappt, das Ass wird rausgenommen. Allerdings wird die Kreuz 10 hier abgestochen. Das ist nicht so schön. War nicht zu ändern. 27 haben die anderen. Gut, klar, jetzt kommt auch noch die Stechfarbe. Jetzt 40 Augen. Also ein bisschen Unterstützung im Skat könnte ich jetzt schon gebrauchen. Und das sieht doch schon mal gut aus. Da wird der Kreuzbube nicht rausgenommen oder er liegt drin. Auf jeden Fall, wenn jetzt Pik König nicht
zu dritt steht. Also Pik König alleine hilft ihnen noch nicht bei 40 liegen. Wenn der Kreuzbube schläft, habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wenn er nicht schläft, dann muss Pik 2-2 kommen und Pik kommt 2-2. Damit bin ich dann auf jeden Fall Gewinner. Bin ich natürlich doch mal gespannt. Nee, Kreuzbube ist draußen. Kreuzbube ist draußen und Spieler 2 hat den Pik-Buben nicht mitgenommen. Das hätte er besser gemacht, dann hätten sie zumindest einen Stich mehr gemacht. Ich meine, beide Karo vollen kann er trotzdem nicht retten, weil ich dann den höchsten Trumpf habe. Pik Ass und 10 geht auch noch heim. Aber die Pik Dame, diesen Stich hätten sie machen können. Also ich glaube, wenn er dann den Kreuz Buben rausnimmt, dann hätte ich das Spiel wohl abschreiben müssen. Es geht immer schnell beim Rocket. Eben haben wir jetzt angefangen und schon sind wir im Spiel 9, also biegen quasi schon auf die Zielgeraden ein. 22 jetzt gereizt von meinem Partner zu dem, gegen den Kreuz. Ja, aber ist das jetzt ein Argument, Pik zu spielen? Klar, Pik wird mein Partner wohl stark haben, aber ich habe auch drei Pik, also dann kann der Alleinspieler sehr locker seine Trümpfe in die Pik-Vollen versemmeln. Es gibt keine Überschlag ab. Stichdrohung, dann doch irgendwie wieder gucken, was mein Partner für eine Beikarte zu seinem Pik hat. Also ich spiele auf dem langen Weg lieber eine kurze Farbe. War in dem Fall ganz offensichtlich nicht so glücklich getroffen. Das kann man hier schon sehen. Alleinspieler kommt in Schnitt mit dem König. Also sehr wahrscheinlich mein Partner die 10 blank gespielt, kaputt gespielt, wie es so schön heißt. Ich sage aber immer, wer beim Skat seinem Partner noch nie eine 10 kaputt gespielt hat, der kann wohl noch nicht lang genug Skat spielen. Das gehört einfach dazu, das ist gewissermaßen Berufsrisiko. Mein Partner haut jetzt immerhin erstmal Herz Ass auf den Tisch, da holen wir die 21 ab. War mir gar nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee war, da die Herz 10 direkt reinzutun. Hätte ja auch sein können, dass der Alleinspieler auf dem König zu dritt steht und nur Karo Ass König, aber es war ganz offensichtlich doch richtig. Jetzt kommt hier Abwurf Karo Lusche. Karo Lusche, denke ich jetzt mal, war ein Stich, den wir jetzt außer der Reihe extra gekriegt haben. Hätten wir gar nicht machen müssen. Na, Karo steht 1-1. Gut, das wusste der Alleinspieler noch nicht. Holen wir uns jetzt die Karo 10. Ist jetzt aber auch klar, dass es das war, dass wir keinen Stich mehr machen. Also aus dem Schneider. So, nach dem Spiel eben war ich sogar mal ganz knapp vorne am Tisch. Jetzt bin ich wieder an 2 und wir haben noch 3 Spiele zu laufen. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob wir hier die ganz großen Ergebnisse am Tisch rausreißen würden. Bis jetzt zwar erst ein Beat-Spiel, aber alles so ein bisschen verteilt, keine ganz großen Geschichten. Hier habe ich jetzt wieder nichts und die Post geht ab. Zwischen Spieler 2 und Spieler 3. Für 48. Ja, ich hoffe, mein Partner verlässt sich nicht zu sehr auf mich, denn viel habe ich nicht beizusteuern. Pik Ass und 10, das ist mein ganzer Stolz. Kein gut gespielt. Nur wäre vermutlich von meinem Partner gereizt. So, falls mein Partner nun doch einen dunklen Buben hat, falls er vielleicht doch selber auf 48 auf seinen Rang erst gepasst hat, zeige ich natürlich hier die berühmt-berüchtigte Gegenfarbe. Also Kreuz König ist die Anzeige, dass das Pik Ass bei mir steht. Nur für alle Fälle, falls das wichtig wird, muss eher der Kreuz König rein als der Herz König. Das wird aber wohl nicht wichtig, Karo Bube, bei meinem Partner. Und jetzt kommt die Pik 7. Ja, wenn mein Partner den Nullouvert gereizt hat, dann wird, und die Pik 7 nicht hat, dann wird er auch nicht viele Pik haben. Dann sind wahrscheinlich 3 Piken beim Alleinspieler, deswegen, wenn nicht sogar 4, deswegen hier der Tiefschnitt. Und es fällt nur die Dame von meinem Partner, also 8 und König, vermutlich schon noch beim Alleinspieler. Das ist dann natürlich schon wieder ein Stich, der mir nicht gut gefällt. Warum spielt mein Partner ihn denn jetzt nicht einfach in eine andere Farbe ein, in ein Ass ein, so dass er die Karo 10 auf meinen Pik Vollen hauen kann? Jetzt macht das ihm natürlich sehr leicht,
Gut, ich kann jetzt Pik Ass auch wimmeln, aber die Karo 10, ja. Jetzt haben wir nur ein Bild bekommen statt einem satten Stich. Tja, na gut. Oh, und jetzt sieht es so aus, als ob der Kreuzkönig auch ein Stich hätte werden können, ist er aber nicht. Und dadurch sind wir jetzt Schneider geworden. Also ein sattes Paket, nochmal ein 120er. Und das hilft natürlich, das schmeckt richtig. Spieler 3 ist jetzt damit weit davon geeilt, auf fast 500 Punkte. Ja, schön, wie es manchmal so geht. Der ist also für mich schwer zu halten. Ich würde es jetzt hier nochmal versuchen. Zumindest würde ich es versuchen, wenn ich ans Spiel käme. Aber 24 aus Hinterhand, das ist eine Hausnummer, das ist ein Beleg. Ich habe auch noch gar nicht so viel liegen, dass ich das Ding hier, dass es sich jetzt lohnt, das Ding durchzuknüppeln. Also wenn ich 100 Punkte mehr liegen habe, dann würde ich sagen, könnte man auch hier alle Rohre fluten und das Ding durchziehen, auch wenn es keine gute Chance ist, so, aber denke ich mir, nee. Kann man ja auch mal ganz fair reizen, auf 24 hier passen und Spieler 2 hat einen Gang bekommen. Und da ist wohl auch nicht so viel zu wollen. Zumindest sieht der nicht so richtig schwach aus. Karo, eben war eben noch mal einmal die Prüfung, wie die Karte sitzt. Dann kann jetzt nämlich noch einmal die beiden Karos gezogen werden. Gut, die letzten beiden Stiche gehören mir. Da sind wohl nur noch zwei Herzen da. Sind wir wieder rausgerobbt. Ja, dann haben wir den Zwischenstand vor dem letzten Spiel. 270 habe ich liegen, 3 zu 0. Mein Konkurrent ist jetzt Spieler 2, der hat 236, 2 zu 0, Spieler 3. Den würde ich ja nicht mal mehr mit einem 144er kriegen. Ja, ein 168er, das wäre es gewesen. Die sind aber selten und auf Ansage kommen die schon gar nicht. Ich habe gar nichts bekommen. Jetzt muss ich hoffen und die Hoffnung erfüllt sich. Spieler 2 macht nicht das Spiel. Ah, nochmal ein Gang Hand für Spieler 3. Der ist uns jetzt, wenn er den gewinnt, doch richtig weit enteilt. Gut, dann hat er sich die 5 Euro redlich verdient und ich bin so oder so froh, dass ich zumindest die eine Seitenwette gegen Spieler 2 ganz knapp hier gewonnen habe. Ja, Mensch, das sieht ja wieder verdächtig gut aus. Drei Buben, würde ich mal sagen, und jetzt kommt ein Ass nach dem anderen. Das nächste Pik Ass hat er auch noch. Es hat in Mittelhand gereizt. Herrlich. Ja, und wer hat Karo Ass? Hat mein Mann noch Karo Ass? Wenn mein Mann noch Karo Ass hat, dann könnten wir jetzt noch rauskommen. Nee, das war ja wieder ein absolutes Weltklasse-Spiel ohne große Knochen, da war nichts zu holen. Ja, schau an, da ist es hinten raus wirklich nochmal richtig losgelaufen. 641 Punkte, herzlichen Glückwunsch, Spieler 3. Das ist eine ordentliche Leistung, das ist ein ordentliches Ergebnis fürs Rocket. Drücke ich die Daumen, dass es hier für den einen oder anderen, vielleicht für Spieler 3, dessen Identität natürlich jetzt noch nicht aufgedeckt wird. Wenn euch das interessiert übrigens, wer hier gespielt hat, die Ergebnisse, die Turnierergebnisse sind ja offen zugänglich auf www.skatinsel.de. Könntet ihr nachschauen, wer sich dahinter verbirgt. Ansonsten lassen wir es dabei bei der Gratulation. Ich wünsche euch wie immer gute Karten, viel Spaß, bleibt dran und bis bald.